Volle Hütte im Stadion Rote Erde zum Saisonauftakt. Die Dortmunder Reserve mit Marcel Schmelzer im Duell, der Co-Trainer mit Sven Bender und seiner Spielvereinigung unter Haching. Zusammen Meister und Pokalsieger hier und heute Kontrahenten. Genug vom Spielfeldrand, wir springen rein ins Spiel und zu Beginn war es ein zähes Abtasten. Kaum Möglichkeiten, das hier schon das Interessanteste. In der 10. Minute kommt der Ball über Umwege zu Ballina, der aber viel zu überhastet. Kein Problem für U17-Weltmeister Konstantin Heide, der den Ball am Tor vorbeischaut. Palinja aus Holland gekommen, Herakles hier mit seiner ersten Aktion überhaupt in der 3. Liga für den neuen Arbeitgeber, für die Reserve von Borussia Dortmund. Und auch auf der anderen Seite passierte nicht so wahnsinnig viel. Es gab einen Freistoß, Ausgangspunkt, diese Situation. Sebastian Mayer nimmt den Kontakt von Franz Roggo dankend an und führt selber aus. 32. Minute und erste gute Tat von Marcel Lottga. War ja eigentlich eingeplant für das Trainingslager der Profis in Bad Ragaz, sprang aber kurzfristig ein hier zur Stelle. Und das war's. Großchancen, Fehlanzeige. Das sollte sich in Abschnitt Nummer 2 aber ändern. Und beide Mannschaften legten los wie die Feuerwehr. 49. Minute. Elongo Yombo im Duell mit Schwabel. Und dann kommt der Ball schick von Bueno wieder zu Palina. Und zum ersten Mal zappelt das Netz. Allerdings nur von oben. Erst das Kabinettstückchen vom Spanier und dann kann Konstantin Heide den erneut rausschauen. Aber auch Haching meldete sich an im zweiten Spielabschnitt. Flanke von Jastremski und dann Fehler. Lottga Meier setzt nach und dann badet der Torhüter mit Bundesliga-Erfahrung im zweiten Anlauf endgültig aus. Hier, gute Reaktion. Und Haching machte weiter. Nur ein paar Minuten später, 61. Flipper im Dortmunder 16er. Erst kommt der Freistoß durch, dann ist es Foti. Und in letzter Instanz, nach der missglückten Klärungsaktion von Roggo, ist es Nils Orte mit Pech. Und dann möglicherweise die Szenen des Spiels. Sebastian Mayer hier zum ersten Mal gelbe Karte. Wenig später diese Aktion kurz vor dem 16er. Senzt er den Dortmunder Spieler rum, bekommt völlig zu Recht die zweite und damit die Verweisung des Feldes. Zimmermann riskiert alles, bringt Eberwein und der mit dem Freistoß an die Latte. Langsam wird es richtig eng für Unterhaching. Perfekt getretener Freistoß. Hier hätte Heide nichts mehr machen können. Aber Dortmund weiter mit Druck, Paschke. Und dann ist es irgendwie im Zentrum, über Umwege, Michael Eberwein. Und der erlöst 3600 Dortmunder im Stadion Rote Erde. Ein Zauberhändchen vom Dortmunder Übungsleiter bringt Paschke, bringt Eberwein. Und der macht das natürlich in Manier eines Topstürmers. No look, ins lange Eck, nichts zu halten. Für den bis hierhin starken Konstantin Heide. Selbstverständlich der erste Saisontreffer für Eberwein. Und Dortmund hatte nicht genug. Wieder Paschke. Hetva, der antreibt. Ein sehr gutes Spiel gemacht. Und der sucht erneut Michael Eberwein. Der wird doch nicht. Doch, der wird's. Doppelpack Eberwein und das innerhalb von 3 Minuten. Die Treffer 35 und 36 für die Reserve des BVB zieht damit gleich mit Marvin Ducksch das Tor. Fast eine Blaupause vom ersten Treffer. Und die Partie immer noch nicht vorbei. Dortmund setzte nochmal alles auf Angriff. Der eingewechselte Drakas im Duell gegen 2. Dann ist es Asil, der neue Kapitän. Und am Ende der Nahrungskette steht Abdoulaye Kamara. Deckel drauf, 3-0 Dortmund. Spiel spätestens jetzt entschieden. Gute Vorarbeit von Drakas. Asil uneigennützig. Und dann ist es der Innenverteidiger. Dortmund gewinnt am Ende. Dank wilden 7 Minuten vielleicht den Ticken zu hoch. War nicht alles richtig gut, aber es war schon sehr ordentlich und die 3 Punkte nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit, weil gerade hinten raus,
wenn wir dann kurz vor Schluss auch mal Spiele gewinnen, gibt das natürlich den Jungs richtig viel Selbstvertrauen. Ja, wobei man ja nie das Gefühl gehabt hat, dass Dortmund hier ein Tor schießt. Ich glaube, dass wir es sehr, sehr gut wegverteidigt haben. Dann kommt diese eine Aktion, wo ein bisschen Ping-Pong im Strafraum ist, der zweite Ball dem Eberwein vor die Füße fällt und dann steht es 1-0 und dann ist natürlich Offensive angesagt, dann wollen wir ausgleichen, laufen dann in zwei Konter, so geht es am Ende 3-0 aus. Unterhaching mit einer guten Leistung, Dortmund am Ende aber das glücklichere Team. Tolle Leistung, die ersten drei Punkte gehen auf das Konto der BVB-Reserve. Damit ist man fürs Erste Tabellenführer. Live beim Magenta Sport.